Im Jahr 2020 hat sich die Salzburger AG im Rahmen einer Wachstumsstrategie komplett neu aufgestellt. Dabei haben sich natürlich auch sämtliche Abteilungen neu strukturiert. Eine davon ist die Abteilung Business Services. Die Business Unit Business Services ist der Dienstleistungsbereich der Salzburger AG. Dazu gehören verschiedene Teilbereiche. HR, also alle Personaldienstleistungen mit Recruiting, Personalabrechnung, Personalentwicklung, aber auch das Betriebsrestaurant. Legal, das sind alle Rechtsdienstleistungen inklusive den Teilbereichen Sicherheit und Umwelt und interne Revision. Procurement and Logistics, das sind alle Einkaufs- und Beschaffungsaktivitäten inklusive der Materialwirtschaft. Ein weiterer Teilbereich ist Digital Technology. Das sind die umfassenden IT-Dienstleistungen im Hause. Und nicht zuletzt Customer Care. Das sind die Dienstleistungen im Kundenservice, Kundenabrechnung, Kundenkonten- und Forderungsmanagement, aber auch die Energieberatung. Ich bin die Sandra Ebner, bin seit über 5 Jahren in der Salzburger AG und arbeite im Bereich Customer Care in der Kundenabrechnung. Das Customer Care kümmert sich um jegliche Kundenanfragen. Bei mir in der Abteilung der Abrechnung, wir kümmern uns darum, dass der Kunde die richtigen Abrechnungen erhält, also die Rechnungen zu den Sparten, die der Kunde bei uns in Anspruch nimmt, also Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Kabel, TV und Internet. Zu den Herausforderungen zählt, dass bei uns wirklich der Kunde im Mittelpunkt steht. Und der Kunde möchte natürlich einen Mitarbeiter haben, der wirklich kompetent ist, wenn er sich bei uns meldet. Der erwartet von uns, dass wir sein Kundenanliegen wirklich schnellstmöglich und in bester Qualität bearbeiten. Ich arbeite sehr gerne in der Salzburger AG, weil meine Kolleginnen und Kollegen einfach super sind. Ich konnte mir kein besseres Team vorstellen. Wir suchen auch Mitarbeiter, die den Anspruch haben, täglich besser zu werden. Nur wer diesen Anspruch hat, wird auch im Wachstum erfolgreich sein. Um das zu gewährleisten, steht neuen sowie bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein breites Aus- und Weiterbildungsspektrum zur Verfügung. Gerade in Corona-Zeiten ist es jetzt schwierig, dass man mit allen Mitarbeitern zusammenkommt. Gerade bei denjenigen, die jetzt neu angefangen haben, war es in der Vergangenheit so, dass es so eine Art Willkommenstag gegeben hat. Das haben wir jetzt umgestellt. Wir haben jetzt ein virtuelles Onboarding-Konzept entwickelt, wo den neuen Kolleginnen und Kollegen die Salzburger vorgestellt wurde, und zudem wurden auch noch diverse Willkommensvideos gedreht, um eben den neuen ersten Einblick in die Salzburger AG zu geben. Auch für neue Führungskräfte gibt es ein eigenes Onboarding-Programm. Bestehende Führungskräfte werden in der Leadership AG geschult und gefördert. Ein Angebot, welches sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburger AG richtet, ist das Bildungsprogramm. Das Bildungsprogramm wird jährlich angepasst und aktualisiert, und es werden auch andere Schwerpunkte gesetzt. Ein besonderes Anliegen sind uns natürlich auch die Lehrlinge, auch das Thema Teamtraining, Coaching, und auch diverse zielgruppenspezifische Maßnahmen werden bei uns angeboten und runden das Angebot an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Salzburger AG ab. Wir suchen Mitarbeiter, für die Qualität und Geschwindigkeit kein Widerspruch ist. In der Salzburger AG gibt es schon derzeit über 160 verschiedene Berufsfelder. Und mit dem Wachstum werden es noch mehr werden. Da sieht man schon die Bandbreite in dem Unternehmen. Und in dieser Bandbreite, wenn wir noch weiter wachsen wollen, dann wird es dringend notwendig sein, hier auch die Skills der Einzelnen besser herauszustellen, die Entwicklungsmöglichkeiten auch deutlicher darzustellen. Nur dann können wir noch erfolgreicher werden. Wenn Sie sich für einen Job bei der Salzburger AG interessieren, bewerben Sie sich einfach unter www.salzburg-ag.at/karriere.